schön und jung und stark. Tue, was du willst. Düsseldorf gilt seit den 70er und frühen 80er Jahren als Geburtsort neuer und richtungsweisender Musik. Nimm dir, was du willst. Musikkenner aus der ganzen Welt blicken gespannt auf die Stadt. Auch heute lebt diese Tradition in den Übungskellern Düsseldorfs weiter. Nimm dir, was du willst. Wenn man irgendwie so 17, 18, 19 ist, dann macht man sich, glaube ich, nicht immer so um alles konkret Gedanken, wo irgendwas herkommt, wo es verwurzelt ist und so. Das kommt alles viel später. Das kam dann eigentlich eher, als wir dann wirklich angefangen haben, auch Musik zu machen und so ein bisschen hier in Düsseldorf irgendwie kleine Auftritte zu machen und so, dass sich das dann eben so entwickelt hat, dass man dann eben so Leute kennengelernt hat und Punkte gefunden hat, wo man anknüpfen kann. Und da fing eigentlich erst das an, dass man sich dieser Tradition bewusst wurde. So frühe Neue Deutsche Welle, Duff und Düsseldorf und auch so ein bisschen so die Punk-Richtung, Ratinger Hof und so, klar, das hat auf jeden Fall einen Einfluss. Der Ratinger Hof in Düsseldorf ist für viele junge Bands wie Stabil Elite heute noch eine lebendige Inspirationsquelle. Im Schatten der Altstadt bildet sich im Hof so etwas wie die musikalische DNA der Stadt heraus. Auch nach mehr als 40 Jahren gilt sie noch als Keimzelle einer Bewegung und ihrer Musik. Gabi Delgado ist Kopf und Sänger der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Ende der 70er Jahre entdeckt er den Hof. Und hier sehen wir die traurigen Reste von dem, was früher mal der Ratinger Hof war. Das ist natürlich, wie man sieht, den Ratinger Hof gibt es nicht mehr. Das gehört im Prinzip alles abgerissen. Wir waren ja fast noch Kinder, haben wir gesehen, wow, was alles möglich ist. Es war wie ein Freiraum, da konnte im Prinzip jeder teilhaben. Ich hatte da die Schule dann abgebrochen und ein halbes Jahr später habe ich dann eine Siebdruckerlehre angefangen. Ja. Das war in Moers oder irgendwo, diese Druckerei. Und hab dann gesagt, soll ich da wirklich hinfahren? Nee, komm, ich fahr nach Düsseldorf und warte, bis der Ratinger Hof aufmacht. Ich wusste lange nicht, dass es in Düsseldorf auch einen Punkclub gibt und so. Das erzählte dann da jemand, da ist so ein Laden und so. Ratinger Hof, musste mal auschecken. Und das war unser Wohnzimmer. Da konnte man Musik hören, man konnte trinken, man konnte Flipper spielen, ja, damals hat man Flipper gespielt. Ich bin aus dem Büro dahin, bin dann irgendwann morgens um, je nachdem, zwischen 1, 2 und 4 nach Hause gekommen, musste morgens wieder ins Büro, also da weiß er nicht mehr viel. Die Altstadt war ein sehr hedonistischer Platz, besonders am Wochenende. Das war nicht schickimicki, das war das reinste Saufgelage. Ne? Und da konntest du Unmengen Menschen sehen am nächsten Morgen, die da rumlagen in ihrer eigenen, im Erbrochenen. Die Altstadt war immer schon so ein Schmelztiegel von allen möglichen Bewegungen. Und das war einfach eine Atmosphäre. Ein Quadratkilometer interessante Leute. Auch Martina Weid, damals Sängerin der Band Östro 430, zieht es regelmäßig in die Düsseldorfer Altstadt. Wir sind auch ganz gezielt auf die Ratinger Straße. Ja, und dann bist du entweder ins Einhorn, in die Öl oder in den Hof. Und da standen eben dementsprechend die Leute rum und diese Musik lief im Hof. Die Lage ist ruhig an der Innenstadt. Ich bin hier 77 in Düsseldorf angekommen. Und damals war ich noch Hippie und der Ratinger Hof war ein Hippie-Lokal. Und das wurde dann erst, sagen wir mal, so 78, 79 änderte sich das. Und sowohl beim Ratinger Hof als auch bei mir. Die damalige Besitzerin Carmen Knöbel krempelt zusammen mit ihrem Mann, dem Maler Imi Knöbel, den Club total um. Das ehemalige Hippie-Lokal verliert seine Stammkundschaft und neue Gäste stolpern zunächst etwas verwirrt in den Laden. Zurück zum Beton!
Da traute man sich als erstes mal gar nicht rein. Und dann, wenn man sich reintraute, war man natürlich wie nackt. Man stand unter Neonlicht. Ganz weiß eingerichtet, nur mit Neonröhren, also sehr kalt und distanziert. Also es war sozusagen eigentlich überhaupt kein angenehmer Ort. Genau der wurde dann gewählt von den Punks, als zu sagen, hey, hier fühlen wir uns wohl. Dann bin ich da hingegangen, nachmittags um 5 oder so, und war total enttäuscht. Da war niemand drin in dem Laden, das waren nur so ein paar Neonröhren und das war gar nichts. Da bin ich sofort wieder umgedreht und habe mich da erstmal ein halbes Jahr nicht blicken lassen. Und dann habe ich aber noch mal jemanden getroffen, der sagte, nee, die kommen erst abends da immer hin. Also tagsüber ist da nichts. Wir fanden einfach nur lustig, dass da ein bisschen, dass da plötzlich so ein Kneipen waren, wo wir hingehen konnten und denen einfach sagten, hier kannst du mal die Platte spielen. Und dann haben wir das gemacht. Und auf den Platten, die aufgelegt wurden, war die neue explosive Musik aus England zu hören. Da waren dann eben war ein viel größerer Kreis von Leuten, die die Platten gehört haben. Und innerhalb von 3 Monaten hast du viele Leute getroffen, die die neue Musik gehört haben und keiner mehr die alte. Mein Bruder hat schon mitbekommen, ich fahre auf die härteren Sachen ab. Und der hat mich dann immer bedient. Ich weiß noch, dass er mir die Sex Pistols Scheibe Nevermind the Bollocks, die musste er mir schenken, die durfte ich mir vorher nicht kaufen. Das war ihm eine Ehrensache, dass er ausgerechnet diese Scheibe mir unter dem Weihnachtsbaum legt. Mir war Musik so wichtig, dass die wirklich frühen Freunde von mir, die haben diese Leidenschaft nicht geteilt. Also ich war nie erste Wahl bei diesen Freunden. So, wenn die sich getroffen haben, dann mit mir hat man sich verabredet, wenn irgendeiner krank war oder so. Weil die das auch nicht verstanden haben, wie fanatisch ich dann immer meine Platten gehört habe. Wir wollten nie nur nachmachen, sondern uns irgendwie selber untereinander so ausdrücken, wie es sein sollte. Warum das jetzt geschehen ist, das kann ich nicht genau sagen, aber es hat in jedem Fall geholfen, dass die Kunstszene so zu uns gehalten hat. Die Künstler, die gingen auch in Ratingerhof. Das heißt, im weitesten Sinne steckt die Kunstakademie und die Geschichte der Akademie auch hinterm Ratingerhof. Und Kunstakademie war zu dieser Zeit ein Dirty Boys. Düsseldorf galt damals als Epizentrum der Kunst. Josef Beuys hatte mit seiner Idee „Jeder ist ein Künstler“ und spektakulären Aktionen die Kunstakademie berühmt gemacht. Der Ratinger Hof liegt in direkter Nachbarschaft zur Akademie und dieser Freigeist scheint auch die Szene im Hof beeinflusst zu haben. Es war sozusagen eine Kneipe mit einer sehr kreativen Atmosphäre. Die Kunststudenten waren die ersten Zuschauer der Punks. Ja? Punks gucken. Ja, da haben sie sich hingestellt. Ja, wir tanzen, wir haben auf Pogo getanzt. Die standen dann an der Theke rum, das hat uns dann auch nicht interessiert oder so. Wir haben einen dann in Ruhe gelassen am Flipper und an der Tanzfläche. Das waren die Kunststudenten, dann kamen die Galeristen, die Professoren, die kamen ganz zum Schluss. War für uns ja nicht wichtig, das hat uns ja nicht gejuckt. So. Das haben wir auch nicht gewusst, meistens. So. Aber ja, Professor, immer Arschlecken. Wie ist er denn? Selber Professor oder so. Genau wie wir die Künstler befruchtet haben, haben uns die Künstler auch sicher inspiriert und dazu beigetragen, dass die Szene so wurde, wie die wurde. Ich glaube, deren Zuspruch und deren Input hat uns wiederum unheimlich selbstsicher gemacht. Und das war eine Verbindung, die nirgendwo in Deutschland so zu finden war. Es ist immer eine hochexplosive Mischung, wenn sage ich mal, eine authentische Sache, um das mal so zu nennen, nämlich wir als Punks, auf eine konstruierte Sache, nämlich Kunst, dann trifft. Das ist immer sehr wichtig, damit richtig was passiert. Ich. Wenn man
müssen im Keller vom Rattinger Hof proben. Das war die erste DAF-Sache. Hat Robert auf diesem Pappschlagzeug getrommelt und ich habe irgendwas dazu gesungen und ich sagte mal, super, wir machen eine Band. Ich glaube, die gehört dem Hof zum guten Ton, in einer Band zu sein. Ja, also irgendwie Fehlfarben, nee, oder hier Charlie's Girls, die haben doch unten im Keller vom Hof, haben die doch auch den Proberaum gehabt oder so. Also jeder hatte da eine Band. Peter Hein singt in verschiedenen Düsseldorfer Bands. Aus seiner ersten Band Charlie's Girls wird die Gruppe Mittagspause. Beide sind Vorläufer der legendären Fehlfarben. Wir haben natürlich immer gesagt, wir sind die Größten, wir sind die Besten, nur wir wissen, was richtig ist, logisch. Aber das haben wir auch geglaubt, aber da war es nicht abzusehen, dass da irgendwie groß kommerzieller Erfolg wird. Und de facto ist es das ja auch nicht geworden. Ich hatte aus irgendeinem bis heute mir unerfindlichen Grund von einem Schulkollegen einen Bass gekauft. Und dann beim Plattenkaufen hat mich halt ein Typ angequatscht, ob ich einen Bass hab. Na ja, kommst nächste Woche, wir proben. Und das war's dann. Dann war ich Bassist eben bei Charlie's Girls. Da ich aber eben nicht Bass spielen konnte, bin ich umgesattelt von Bassist auf Sänger. Und die Bassstelle wurde nicht neu ausgeschrieben, sondern wir hatten dann irgendwie einfach nur Gitarre und Schlagzeug. Das wurde dann Mittagspause. Hey, damit war's nicht. Bei Bullshit an den Bullen. Im brandneuen Dress. Drei Städtchen auf der Schulter. Frisch gewaschen und rasiert. Abgeführt. Mittagspause ist ja aus dem Keller auf die Bühne, sozusagen im Hof gewachsen. Und das war, denke ich mal, auch eine ein Anreiz für viele, warum so viele Bands im Haratinger Hof geboren wurden. Weil die haben alle gemerkt, hey, wenn der Depp das kann, dann kann ich das auch. Ne? Ich bin mal hingegangen und habe gesagt, juhu, wir haben auch eine Band, Süff. Ja, klasse, irre. Ja, wir haben auch Songs, zurück zum Beton. Ne? Und oh, Lachleute, Nettmenschen und so. Und habe ich immer die Songs denen vorgesungen, sozusagen ohne Musik einfach vorgesungen. Auch an die Wand geschrieben, die Texte, damit jeder die lesen kann, ne? Das ging so ein Jahr lang, bis jeder glaubte, wir wären wirklich eine Band. Und dann mussten wir auf einmal einen Auftritt machen und haben dann sozusagen völlig überraschend sind wir mit einer echten Band angereist und dann ein Konzert gemacht. Und auf einmal war Süff geboren, die Band. Du siehst irgendwie eine Musik, du bist mit 40 Leuten zusammen, man hat gute Stimmung und man applaudiert jemanden, der eigentlich totaler Affe ist. Ne? Vom Affen zum Star. Ne? Und dann stehst du da und dann applaudieren sie dir und dann auf einmal wird die Party vergrößert sich. Du hast also erst 2 Bands, auf einmal hast du 20 Bands. Ich habe dann irgendwann gehört, dass das also das Mekka der neuen Musik sein soll. Bin da rein. Ich hatte einen Bart, lange Haare. Also ich war das Feindbild an sich. Dann habe ich da Fotos gemacht, was an sich ja schon fast gefährlich war. Aber mich haben die irgendwie gelassen. Mit Richard haben wir uns sehr schnell auch angefreundet, weil das war so der Haus- und Hoffotograf. Der ist halt immer da gewesen und hat Fotos gemacht. Ich habe das nur mit großen Kinderaugen angeguckt und habe gemerkt, da tut sich was. Das muss festgehalten werden. Also ich bin da so mit so einem dokumentarischen Sinn drangegangen. Jeden Abend, jeden Tag, wir
wenn ich dringend Geld brauchte, dann bin ich mit so einem Kasten, Karton, Fotos 18x24 in Ratingerhof gegangen, habe das Ding auf die Theke gelegt und dann bin ich mit 100 Mark wieder nach Hause gegangen. Im Grunde können wir alle dankbar sein, dass er damals da rumgesprungen ist und Fotograf war und so leidenschaftlich. Ja. Wenn der das nicht alles dokumentiert hätte, dann wären viele Erinnerungen jetzt einfach weg. Der hatte ein Rieseninteresse daran, diese Fotos zu machen. Der hat uns eingeladen. Dann gab es bei ihm was zu trinken. Und wenn wir dann was getrunken hatten, dann hat er lauter Musik aufgelegt und hat uns rumkaspern lassen. Und dann hat er die Kamera drauf gehalten. So nur mit den ganzen Pressefotos, die wir hier hatten. Mhm. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir ihm Geld bezahlt hätten dafür. Weiß ich auch nie mehr. Bei Frauenbands hat sich jeder wohl gedacht, entweder hier so mit eben mit Titten raus oder wenig an, so aller Musikladen, so Hupfdohlen. Und das andere war eben lila Latzhose und Akustikgitarre und Protestsong. Und wir saßen zwischen allen Stühlen. Es gab nicht so viele Frauenbands im Hof jetzt. Ne? Und reine Frauenbands waren sowieso selten. Und Östro war von den ganzen Frauenbands wahrscheinlich die radikalste und direkteste. Vor denen haben wir Angst gehabt. Wenn Martina damals auf dich zukam, da bist du. Hast du gemacht, was die sagt? Ich hatte damals vor den Mädchen auch unglaublichen Respekt, weil die sich in eine, ich sag mal, in diese etwas harte Männerwelt begaben und da ihre Frau standen. Das fand ich in der Punkszene bemerkenswert und auch immer gut, dass eigentlich Jungs und Mädels auf Augenhöhe waren. Also es gab überhaupt keinen sexistisches Gehabe. Die hatten dieselben Klamotten letztendlich an, die waren tough. Ja, Östro, klasse. Ich habe nie irgendwelche Hemmungen gehabt, was auch daran liegt, dass mir, ich denke mal, von zu Hause aus nie erzählt wurde, Mädchen darf das nicht, Mädchen macht das nicht, Mädchen kann das nicht. Wo ist der Typ, der meine Geilheit teilt? Tja, wo? Ja, das ist echt ein Problem. Das singt ihr und macht dann praktisch diese Männer- und Frauenrollen plötzlich ganz andersrum, weil normalerweise also rennen so ja die Typen geil hinter den Mädels her. Ja, das finde ich vollkommen idiotisch. Mhm. Ich sehe nicht ein, weshalb ich jetzt darauf warten soll, dass irgendein Junge, der mir gefällt, die göttliche Eingebung kriegt, mich anzusprechen. Doch, ich hatte was zu sagen. Ich wollte, dass das wahrgenommen wird und ich wollte auch was bewegen. Überleg dir mal, was das für eine Zeit war, die End-70er, ne? Bader Meinhof, der ganze Kram mit da abgegangen ist. Ich kann mich da noch an ein Wochenende erinnern, da sind wir nach Venlo gefahren in so eine Dissel und auf der Parkplatzsuche wurden wir plötzlich eingekesselt von drei Bullenwagen und die haben in unserem Kofferraum Hans-Martin Schleyer gesucht. Überall war Polizei, man wurde angehalten mit Maschinengewehr und untersucht. Wenn man Parker anhatte oder so, die waren einfach wochenlang auf der Suche nach den Terroristen. Und diese Stimmung, die herrscht in Deutschland überall. Und die hat natürlich den Punk noch beflügelt. Ich erinnere mich auch an die ersten Lederjacken dann in der Punkszene, wo hier ein Hakenkreuz, hier RAF. Ja? Es ging da immer einfach, dass man Symbole benutzt hat, die provoziert haben. Als wir dann anfingen, komisch auszusehen, da kam eigentlich auch erst die Reaktion, dass man dann auch für ein Bader Meinhof-Mitglied gehalten wurde im Hofgarten nachts und irgendwie auf jedem Nachhauseweg am Ratinger Tor die Bullen standen oder so. Die Leute wussten gar nicht, was wir für welche waren. Die haben nur gesagt, die sehen aber komisch aus und so. Und irgendwann kam dann der Spiegelartikel.
wo da stand, das hieß Punk, gefährlich und brutal oder irgendwie sowas stand da. Und da wussten die alle, oh, das sind Punks. Und die Leute, die mit uns im Bus gefahren sind vorher, und die sind aber komisch, hatten plötzlich Angst. Wir waren alles ganz dünne, kleine Jungs. Ja? Und es hat uns gefallen, dass wir plötzlich sogar als gefährlich galten. Wissen Sie, wie man die nennt? Ja, Punker natürlich. Die müssen alle verschwinden. Wohin verschwinden? Irgendwohin, aber nicht hier mehr bei uns in Deutschland. Ja, das sind Leute, die eben außerhalb der Gesellschaft stehen, würde ich sagen, ein bisschen, ne? Die vom Arbeiten nicht ganz viel halten, sonst könnten sie nicht da stehen. Die sind aus kaputten Familien. Meine erste Band, ZK, haben sich 78 gegründet und dann Anfang 79 so die ersten Auftritte und so. Wir haben uns anders entwickelt als die klassische Punkszene. Wir hatten keine Lederjacken mit Schieß doch Bulle drauf oder so. Und wir wollten unbedingt aus diesem Klischee in der Szene auch ausbrechen. Wir wollten nicht uniform sein mit den Lederjacken. Wir wollten anders angreifen. Ich meine, jede Gruppe macht einen Text über Bullen und so weiter. Und damit ist es, wir müssen auch, wenn wir haben nichts zu sagen. Wir geben ja zu, dass... Wenn wir über Bullen singen, das haben wir schon tausend andere vorher gemacht. Ja. Das singen wir lieber über Scheiße und machen auch Scheiße. Mhm. Auch wenn das Konzept nicht so ganz deutlich war, ist das schon eine irre Unterscheidung gewesen. Wir waren auf jeden Fall unique. Wir waren ZK und es gab zu diesem Zeitpunkt keine andere Band, die so einen Irrsinn da versucht hat zu veranstalten. ZK war mir damals, das waren die Jungpunks, also das ging so ein bisschen an mir vorbei. Dann würde ich eher Mail sagen. Mail hat mich da schon mehr verbunden. Mail waren die erste Punkrockband Düsseldorfs und damit, denke ich, Deutschlands. Zensur, Zensur! Motor, die Uhr! Also das war ein ganz wichtiger Punkt, dass wir alle in Ratingerhof gesagt haben, Deutsch ist Pflicht. Wir müssen uns von diesen übrigen Rockkram in Deutschland absetzen und die singen alle auf Englisch. Nein, wir sind eine deutsche Band, wir singen in Deutsch. Es war von Anfang an selbstverständlich, dass man als deutsche Band Deutsch singt. Ich glaube, das war einfach alternativlos. Für mich war das ein echter Prozess, umzudenken, weil ich das, die deutsche Sprache irgendwie dafür eigentlich scheiße fand. Und die Chance darin, dass man wirklich was sagen kann, dass man die Leute auch provozieren kann, weil sie alles verstehen. Das habe ich erst ein bisschen später begriffen. Ja, also ich denke, unsere ganze Existenzberechtigung, auch von den Hosen nachher, besteht eigentlich darin, dass wir auf Deutsch singen. Ich denke, dass die Sprache auch immer ein Mittel ist, sich abzusetzen und zu provozieren. War natürlich wichtig, dass auch die Leute einen verstehen, das stimmt, also es ging darum und dass man auch die Worte, also ich meine, so Sachen wie Ratinger Straße, Mittagspause schon als Name und so Sachen, also gab so lustige Worte, die wir unterbringen wollten. Dann. Unsere Zukunft. Rot. Die Erde der Vergangenheit. Gold. Die Zähne unserer Väter. Ich finde, dass Peter sich textlich also direkt in die Vollen gegangen ist. Also der hat überhaupt gar keine Lehrzeit gebraucht, um wirklich auf den Punkt zu kommen mit den Parolen und so. Es liegt ein Grauschleier über der Stadt, den meine Mutter noch nicht weggewaschen hat. So was ist mir bis heute nicht aus meinen Scheißhänden gekommen. Besonders die Texte von Peter Hein erreichen eine neue Qualität. Mit Parolen und Alltagspoesie setzen sich die neuen Düsseldorfer Bands von etablierten Gruppen wie Kraftwerk ab. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn.
damals war Kraftwerk überhaupt nicht in unserem Blickfeld. Damit hatten wir gar nichts zu tun. Das waren halt die wurden schon im Radio gespielt, die hatten schon Hits rausgebracht. Und wir waren mehr so die Straßenkinder. Die waren ja schon der Kommerz. Evil. Genau. Die waren das ja schon evil. Kraftwerk, da war mehr so der Punkt, dass der Prophet im eigenen Land nichts gilt. Also die waren für uns... Das wurde so, man machte nicht so viele Witze drüber, aber irgendwo war das auch klar, dass sie mit uns selber nichts zu tun hatten. I was at some point, and probably still am, a massive fan of Kraftwerk. Ich war und bin immer noch ein großer Kraftwerk-Fan. Trans Europa Express mag ich ganz besonders. Trans Europe Express. I think everything about, damals war alles an der Band so völlig anders als alles, was es sonst gab. Diese Reinheit des elektronischen Sounds. The cleanness of the kind of electronic sound. Die sahen irgendwie eklig aus. Kind of creepy. So wie Spießer. Like, aber gleichzeitig wusste man, dass es Künstler sind. Ja, wir können nicht so gut reden, deshalb machen wir Musik. Ich habe mich dann selber so mal lustig über sie gemacht und bin hinterher hinhergelaufen. Ich bin ein Roboter. So, weil sie liefen auch wie Roboter da rum, meistens zu viert und uniformiert. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass die ganzen Leute auf der Ratinger Hof, dass die hier irgendwie die Kraftwerke oder Kraftwerk gehasst haben. Haben die ja wirklich, ne? Und die haben ja auch, wenn sie dann irgendwie die mal auf der Straße getroffen haben, wurden die direkt irgendwie verbal angegangen und die mussten die Straßenseite wechseln, so ungefähr. Aber wir haben halt beides gehört und man zieht sich dann so seine Sachen dann halt raus. Für mich war es schon so eine Offenbarung, halt einfach so diese ganzen Synthesizer-Klänge zu hören. Und das war auf jeden Fall schon so ein Ansatz, dass ich dachte, ich möchte irgendwie in diese Richtung gehen. Alles, was ich anfasse, wird so. Alles, was ich anfass, wird sofort zu Gold. Alles, was ich anfass, wird sofort zu Gold. Ich muss verhungern. Ich muss verhungern. Ist auf einmal die Platte klingt komplett nach Kraftwerk, obwohl irgendwie nur zwei Lieder nach Kraftwerk klingen oder so. Ne? Also es war dann so ein bisschen, dann wird man halt so, ist dann so das künstlerische Ego so ein bisschen angekratzt. Die Leute sind ja so, dass die gerne Analogien suchen und Reihen folgen und auch einfach allein durch die Verortung, weil das in Düsseldorf alles stattgefunden hat, weil die, sag ich mal, die Energie von Düsseldorf in ähnlicher, ja, Weise auf verschiedene Sachen gewirkt hat, gibt's ja vielleicht sogar, aber das sind keine Fakten. Für Colin Newman ist Düsseldorf bereits ein Begriff, als er mit seiner Band Wire auch im Ratinger Hof auftritt. Ein Konzert, das die Szene nachhaltig beeindruckt. Natürlich kannte man Düsseldorf. Düsseldorf ist eine bekannte Stadt in Deutschland. Quite a well-known city in Germany. The Impossible. Yeah, we wir haben in Düsseldorf gespielt. Das war unsere erste Show in Deutschland. Our first German show. Als Carmen anfing, Konzerte da zu organisieren und das auch als Konzertraum zu benutzen, war das, würde ich sagen, einer der ganz starken Auslöser für die Musikszene in Düsseldorf. One, two, X, yo! Eigentlich waren die nicht wirklich vorbereitet, um Bands auftreten zu lassen. Ich glaube sogar, wir hatten unsere eigene Anlage dabei, nur wir konnten sie nicht aufbauen, weil die Bühne zu klein war. Aber ich erinnere mich, dass ich die Szene dort sehr interessant fand. War ja sagenhaft, ja.
eine Erleuchtung, ey. Also da, das war natürlich dann das Größte, dass dann diese Londoner Bands dann wirklich gekommen sind, ne? Ey, der Laden rappelvoll. I wanna be a real name in the sun, I said again, fucking my life, embarrass my wife, and live a bad taste, cutting in the ways, looking the same as Monday morning. Wire hat uns wirklich alle beeindruckt. Durch diese hohe Energie einfach, die die auf der Bühne hatten. Da kommen drei Kunststudenten aus England und die sind so gut und so straight, dass das, ich glaube, alle, die da an dem Abend da waren, einfach nur umgehauen hat. Das war für mich einer jener Initialzündungen, die da, die bewirkt haben, dass ich Musiker geworden bin. Das Ding ist, wenn du etwas geprägt hast, und wir haben da etwas geprägt, bekommt man das ja zunächst nicht mit. Du stehst nicht da und sagst, ja, wir haben hier etwas beeinflusst, bitte schaut alle auf uns. Du tust eben das, was du tust. Daraus können sich Dinge entwickeln, von denen du zunächst nichts weißt. Daran liegt irgendwie eine Schönheit. Ich habe vor allem nicht allzu langer Zeit auf einem Festival mit Wire zusammengespielt und bin dann Backstage gegangen und bin dann zu ihnen an den Tisch gegangen und habe gesagt, hör mal Colin, ich weiß, man hört das nicht so gerne, aber ihr seid letztlich dafür verantwortlich, dass ich Musiker geworden bin. Ich weiß, das Leben ist manchmal schwer, doch wir werden immer mehr. Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann. Unsere Band, der Plan, Moritz und Frank sind ursprünglich bildende Künstler und ich bin da der Musiker in der Band gewesen. Also da ging es schon darum, auch eine Schnittmenge zwischen Kunst und Musik zu erzeugen. Beziehungsweise wir hatten damals das Motto, mehr Kunst in die Musik, mehr Musik in die Kunst. Dann haben wir ein Label gegründet, Atatak, und haben dann die erste Plan-LP veröffentlicht. Und nachdem das erfolgreich war, sind natürlich viele auf uns aufmerksam geworden und mit ihrem Material zu uns gekommen und haben gesagt, Mensch, wenn ihr das könnt, könnt ihr nicht dann auch unsere Platte rausbringen. Es hat uns damals so ein 15-jähriger Jüngling aus Hamburg besucht mit einer Single, die hieß Fred vom Jupiter. Der Künstler hieß Andreas Dora und hat gefragt, ob wir die nicht Lust hätten rauszubringen. Das war nun purer deutscher Schlager. Und wir haben gesagt, hey, das ist ja genau das, worauf wir im Augenblick Lust haben. Und haben die Single rausgebracht und es war der größte Erfolg, den unser Label je hatte. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir so ein bisschen auch dazu gezählt werden, diese neue deutsche Welle mit losgetreten zu haben. Die Erfindung der NDW war der Anfang vom Ende. Das war ganz fürchterlich. Da war doch nachher wirklich nur noch Schrott auf dem Markt. Mit dem wurde man in einen Topf geworfen. Da konntest du hingehen und sagen, hey, ich bin von der Gruppe Heizkörper. Wir machen ganz schräge deutsche Texte und ganz komische Musik. Da habe ich gesagt, super, kriegst einen Deal. Es hat sich mit dem Kommerz verselbstständigt natürlich. Also als die großen Medien wie Jugendzeitschriften wie Bravo oder so anfingen, über die Musik zu schreiben und als, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Kunstprodukte erschienen, die eigentlich nur daraus geboren waren, sich an diesen Trend dran zu hängen, war eigentlich für mich die ursprüngliche Idee der Bewegung erledigt. Neue Deutsche Welle waren diese Bands, die dann erst angefangen haben, sozusagen auf den Zug aufgesprungen sind und Popmusik gemacht haben. Ne? Weil eigentlich sind viele von diesen Punkbands untergegangen, als die Neue Deutsche Welle aufkam. Und so dachten wir, wir gehen nach London. Wir gehen nach London. Und da haben wir auch tatsächlich direkt Konzerte gekriegt. Die Leute haben schon von Duff als der Band aus Düsseldorf gesprochen und dann kamen sie auch nach London. Ja, wahrscheinlich waren Duff mit die ersten, die wirklich aus einem anderen, ein anderes Level an Bekanntheit hatten. Ne? Also die haben dann wirklich auch in der vollen Philips-Halle gespielt und ich erinnere mich, dass wirklich am Schluss hunderte von Kids auf der Bühne waren und der Hallenbesitzer Angst hatte, dass das einbricht. Also war tierisches Chaos. Es war vielleicht so deswegen eins der schönsten Konzerte, weil er diese Trennung zwischen Publikum und Artist
total aufgelöst wurde. Da war jeder Publikum und jeder Artist. Ja. Bei euren Konzerten, das habe ich mir sagen lassen, kommen die Leute sogar auf die Bühne und tanzen. Da muss doch irgendwas dran sein. Das ist doch an sich so eine ganz monotone Sache. Und die Musik ist ja ganz, in der Kunst nennt man das Minimal Art, also auf ein Minimum reduziert. Das ist schon wichtig also für uns, dass die Leute tanzen, dass sie sich bewegen. Wir machen also keine Kopfmusik, sondern mehr Körpermusik. Körpermusik? Ja. Deswegen bewegst du dich auch? Ja, klar. Ja. Genau, dass Punk ein Riesending wird. Das wusste ich ganz genau. Und weil ich einer der Ersten war, dachte ich, wenn ich jetzt Punkstar werde, dann werde ich insgesamt ein Star. Das wusste ich ganz, ganz genau, dass das funktioniert. Gabi Delgado sollte recht behalten. Er ist als Solokünstler und mit seiner Band Duff international erfolgreich. Die Szene um den Ratinger Hof in Düsseldorf, wo alles begann, löst sich allerdings nach kurzer Zeit auf. Die Düsseldorfer Zeit, da kann man ja wirklich sagen, das war 77 bis 79. Und da waren wir schon weg eigentlich. Und da waren wir in London und waren in anderen Kreisen. Ja. Die eigentlich wichtige und große Zeit des Ratinger Hof war 77, 78, 79. Nach anderthalb Jahren wurde der Ratinger Hof ja schon geschlossen. Also zumindest hat der Besitzer gewechselt. Und da war dann eine bestimmte Phase auch abgeschlossen. In dieser Phase gelten Peter Hein und seine Band Fehlfarben als Speerspitze der Szene. Dennoch bleibt Peter Hein damals vorerst nur Kurzsänger der Band. Am Anfang war es sehr lustig. Das erste halbe Jahr, also 80, waren eigentlich die Konzerte im Großen und Ganzen lustig. Ich bin ja direkt aus dem Büro zum Konzert gefahren, habe mich nicht umgezogen, also ich habe keine Klamotten mitgenommen und sowas. Dem Job konnte ich mir eine Band leisten. Mit einer Band hätte ich mir keinen Job leisten können. So, und plötzlich überfielen die mich damit 5 Wochen Terminen so ungefähr. Und dann habe ich gedacht, nö, geht irgendwie nicht. Kann ich nicht machen. War mir dann auch zu lange weg von zu Hause. Zu dem Zeitpunkt haben wir also noch keine 10.000 Platten verkauft gehabt, was natürlich eigentlich okay ist, aber man hatte ja keine Ahnung von Verhältnissen. Und dann ist die Platte aufgrund irgendwelcher, ich glaube, einer Single-Veröffentlichung von Es geht voran, plötzlich durch die Decke gegangen und es sind dann mehrere tausend Platten pro Monat verkauft worden. Da war Peter aber schon überhaupt nicht mehr Mitglied der Gruppe. Die Gruppe ist sozusagen zu einem Zeitpunkt erfolgreich gewesen, als die Originalbesetzung nicht mehr existierte. Fehlfarben waren ganz klar vielversprechender, moderner, einfach die angesagtere Band damals. Und wir waren, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat uns niemand wirklich ernst genommen. Niemand hätte uns unterstellt, dass wir karrieregeil wären. Also diese Typen sowieso nicht. Als sich die Toten Hosen gegründet haben, da gab es niemanden, der uns länger als 6 Monate gegeben hätte. Also nicht dieser Haufen. Das berauscht und ist allein. Es ist Abwischung, will zufrieden sein. Doch irgendwie gelingt es nicht, obwohl du so weit geflohen bist. Ist das alles, was das doch in meinem Leben? Wir waren vielleicht nicht besonders talentiert, aber wir haben unsere Sache mit Leidenschaft durchgezogen. Der Vorteil bei den Hosen war einfach, dass wir eher Freunde waren als Musiker. Das mit der Musik, das würde sich dann irgendwie finden. Und so ist es ja dann auch geworden. Und ich glaube, diese Beständigkeit ist letztendlich der simple Grund, warum andere Bands dann nicht da gelandet sind, wo wir waren. Dass die Hosen sozusagen Erfolg haben mussten und wollten, das war klar, weil sie haben von Anfang an zusammengehalten. Und das ist wichtig, dass wenn Musiker zusammenhalten, also wenn zwei sich schon verstehen, kannst du schon viel machen.
Bei dreien bist du schon unschlagbar. Aber wenn fünf in dieselbe Kerbe schlagen, dann kannst du die ganze Welt erobern. Ist doch klar. Als Band. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. In der das Wünschen wieder hilft. Die Hosen haben sich das natürlich auch erarbeitet auf eine Art, die ich nicht hätte machen wollen. Also das wäre einfach auch für mich nicht gegangen. Und ja, ob ich da noch leben würde, weiß ich auch nicht. Was ich haben will, das krieg ich nicht. Und was ich kriegen kann, das gefällt mir nicht. Was ich Wir spielen mit Fehlfarben halt, weil es immer wieder vom Publikum gefordert wird, Paul ist tot, weil es allgemein als das beste Fehlfarbenstück aller Zeiten bezeichnet wird. Keine alten Stücke fehlen, finde ich furchtbar. Also ich hasse auch Bands, die ich kenne, die man kennt, irgendwie die, keine Ahnung, die 20, 30 Jahre Musik machen. Und wenn die dann knallen, die ein neues Album um die Ohren, was du noch nie gehört hast, das finde ich furchtbar. Das ist eine ganz blöde Idee. Ich kann auch verstehen, dass die Leute dieses Gefühl von damals noch mal erleben wollen, wenn sie es dann jetzt live hören. Aber eine Gruppe darauf zu reduzieren und nicht die neuen Stücke dann auch mitzunehmen, dann sage ich, ja, schade, irgendwie stehen geblieben. Ja, warum beschäftigt es sich nicht auch mit dem, was ich jetzt mache? Heute ist der Ort neuer Musik in Düsseldorf, der Salon des Amateurs in der Kunsthalle. Nur wenige hundert Meter vom ehemaligen Ratinger Hof entfernt. Der Ratinger Hof war es damals, jetzt ist es der Salon. Hier laufen die Stricke zusammen, aber das ist jetzt nicht so, dass man hier reinkommt und dann noch irgendwie, ach ja, das ist ja so wie vor 30 Jahren auf der Ratinger Straße oder so. Das ist jetzt nicht. Die neue Generation sucht sich Orientierungspunkte, so ähnlich wie am Sternenbild. Und die Orientierungspunkte können in der Zukunft liegen oder in der Vergangenheit. Es wird niemals besser. Nicht morgen und nicht gestern. Ich muss wirklich betonen, dass ich in keiner Weise ein Nostalgiker bin. Aber ich denke, dass Historie trotzdem wichtig ist. Aber alte Sachen gehören wirklich ins Museum oder auf die Müllhalde. Ja? Und es gibt nichts dazwischen. Die Vergangenheit sollte man eigentlich im Prinzip vergessen. Das gilt für Leben und Kunst. Schau nur nach vorn. Schau